Jacques Breuer leidet seit Jahren an Diabetes. Nun schockiert der Schauspieler mit einer krassen Nachricht. Gegenüber Bild verrät der Tatortstar, dass ihm im Mai 3 Zehen aufgrund der Krankheit amputiert werden mussten. Ich wäre fast gestorben, so Breuer. Die Gefäße an den Füßen wurden nicht mehr durchblutet und waren verstopft. Der große Zeh am linken Fuß entzündete sich, ich bekam eine schwere Sepsis, erklärt Jacques Breuer und fügt hinzu, der Zeh war nicht mehr zu retten, musste amputiert werden. Die beiden Zehen daneben gleich mit. Ich hatte noch Glück, denn es sah erst so aus, als müsse der komplette Fuß abgenommen werden. Doch das war noch längst nicht alles. Es folgten Monate voller Schmerzen und Breuer nahm viel ab. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen, bekam Opiate. 4 Monate lang war ich in 2 Krankenhäusern. Danach durfte er nach Hause, doch es wurde nicht besser. Im Gegenteil. Ich nahm 8 Kilo ab, konnte nicht stehen oder gehen, nicht mal aufrecht sitzen. Meine Hausärztin ließ mich nachts in die Notaufnahme bringen. Dort wurde festgestellt, dass er einen Abszess im Fuß hatte. 2 Chirurgen versorgten ihn sofort. Ich wurde sofort operiert. Innerhalb von 2 Tagen fing der Fuß an zu heilen. Die beiden retteten mein Leben.